So, willkommen zurück zu Let's Play Naruto. Schieß dir eine in den Kopf. Naruto, Ultimate Ninja Storm. Weiter geht's mit der letzten Konoha-Mission. Und zwar im Genin-Training. Oder während dem Genin-Training. Naruto und seine Kameraden wurden von Kakashi zusammengerufen, der ihnen von der bevorstehenden Shunin-Auswahlprüfung, Mensch, berichtete. Die Prüfung erregte sofort Narutos Interesse, aber um daran teilnehmen zu nehmen, mussten sie zunächst mit Kakashi kämpfen, um zu beweisen, dass sie der Prüfung würdig seien. Wie gut sehen die drei Ninjas wohl gegen Kakashi aus? Lila Blume mal 3. Ja, was will ich mit einer Lila Blume? Milka Blume. Hihi, ich habe alle Aufgabenmissionen erledigt. Hä, ich muss nochmal auf den Trainingsplatz. Schätze, Kakashi hat noch eine dämliche Aufgabe für mich. So ein Hohlkopf. Shunin-Prüfung? Was soll das denn? Der Sensei Kakashi glaubt, dass wir gut genug sind, können wir daran teilnehmen? Hihi, jetzt stehe ich voll unter Dampf. Sieh dich vor, Sensei Kakashi. Er steht voll unter Dampf, er steht unter Druck. Die Scheiße muss raus. Okay. Gewinne den Kampf in einem Zustand, ja. Und viermal ein Hilfscharakter. Also hier wird Teamwork wirklich sehr groß geschrieben. Ich meine, guck mal, ich habe schon die Hälfte geschafft. Ist das wirklich so schwer? Ich glaube nicht. Nein. Du. Oh, ja. Irgendwie. Ich bin nicht der beste Naruto-Spieler übrigens. Und wie gesagt, ich spiele ja auch auf Irrsinn. Bam! Das war die Team-Attacke. Voll in die Fresse. Drrr, bam. Und hier seht ihr, links oben ist so eine Flamme aufgetaucht. Oder besser so drei Flammen. Und jetzt bin ich in diesem super starken Modus. Jetzt ist Naruto um einiges stärker als davor. Und macht ordentlich Damage. Er lässt Kakashi keine Chance. Und will mit seinem Ultimate alles raushauen. Oh yeah. Und Konzentration. Ach, okay. Geschafft. So, ich denke mal, ich bin geeignet, oder? Ja, es ist noch nicht vorbei. Habt ihr gesehen? Es ist noch nicht vorbei. Narutos Ninja-Handbuch, der letzte. Bam! Hm, die Füße finde ich immer so lustig. Wie die dann rausgucken, so wie so Ameisenlöwen. Hä? Ameisenlöwen? Egal. Jotemkase! Buja! Kakashi Hatakes letzte Prüfung. Drei lila Blumen. Mhm. Die brauche ich so unbedingt. Genin-Training abgeschlossen. Das heißt, die erste von 5 Story-Strängen ist abgeschlossen. Der erste von den 5 Strängen ist abgeschlossen. Das Genin-Training, der ging aber ziemlich kurz. Also der war ziemlich short. Das war das Tutorial. Neues Szenario erreicht. Shunin-Prüfung. Shunin-Auswahlprüfung. Mensch, könnt ihr das nicht mal ausschreiben? Folgender Charakter ist jetzt als spielbarer Charakter verfügbar. Kakashi Hatake. Eine Geheimschrift oder mehrere ist aufgetaucht. Eine Schatztruhe oder mehrere ist aufgetaucht. Und es ist eine aufgetaucht. Und da gibt es auch einen neuen hier Charakter. Hier. Missionsinformationscharakter. Gleich mal ansprechen. Ich darf nicht pfeifen, sorry. Das ist viel zu laut für euch. Glaube ich. Hat Timo immer gesagt. Also beschuldigt ihn, wenn es nicht stimmt. Ah, hier ist ja Ino. Yamanaka. Yamanaka, Blumenladen. Hier kannst du Tausch-Items verkaufen. Blumen, rote Rose, die du durch das Erfüllen von Missionen gesammelt hast. Wenn du zu viele Blumen hast, komm hier, um sie zu verkaufen. Ich empfehle euch, verkauft die Blumen nicht. Ihr werdet sie noch brauchen. Willkommen. Dich sehe ich hier wirklich nicht sehr oft. Liefere die Blumen aus. Oh, hast du mir Blumen mitgebracht? Wie aufmerksam! Nein, habe ich nicht. Du kannst jederzeit mehr davon bringen. Sexy Naruto. Oh yeah, bitch. So. Mehr gibt's aber auch nicht zu tun. Dann würde ich sagen... wir haben nicht so viele Missions-CP. Du bist jetzt ein Brand... Du bist in einem brandneuen Szenario und ich habe es nicht fertig lesen können. Also, kurz zusammengefasst, wir können jetzt nach unten drücken und sind im neuen.
Wir können nach oben drücken und sind wieder im alten. Also, ne? Ganz easy. Wir brauchen insgesamt 60 Missions-EP, um das ganze Szenario abzuschließen. Und ich habe 26. Shunin-Prüfung beginnt. Ich glaube, die beginnt jetzt noch nicht. Doch, sie beginnt jetzt. Mhm, definitiv. Genin aus vielen Dörfern der verschiedenen Nationen haben sich für die Shunin-Prüfung versammelt. In der ersten Phase sollten sich die Prüflinge innerhalb der vorgegebenen Zeit aus der Mitte des Todeswaldes zum Turm durchschlagen und so nahm Narutos letzte Prüfung ihren Lauf. Haben wir schon 12 Uhr? Hier Ziel erreichen, bla bla. Ach, es ist schon wieder Rennen. Ja, klar, mach ich. Immer, mach ich immer. Zusammenfassung. Heute findet die Shunin-Prüfung statt. Ich habe mich direkt in den Todeswald begeben, wo die Prüfung stattfindet und dort eine Menge anderer Teilnehmer getroffen. Aber Pech für alle anderen, dass ich bereits derjenige ausersehen bin, der Shunin werden soll. Sorry. Da bin ich gerade durcheinander gekommen. Für die Prüfung müssen wir den Turm in der Mitte des Waldes erreichen. Bevor die Zeit abgelaufen ist, wie ich gehört habe, gibt es unterwegs jede Menge Fallen. Hey, kein Problem für mich, so viel steht fest. Der wiederholt sich eigentlich auch immer nur in diesen Flashback-Missionen. Hashimaru! Okay. Hashimaru. Hast du mal einen Euro? Peile das Ziel. Das habe ich schon mal gelesen, ne? Es kommt immer. Das kann man nicht wegdrücken. Also man kann es wegdrücken, aber man muss es immer wieder wegdrücken. Was zum? Die Steuerung. Mann. Und da sind schon wieder überall Briefbomben. Oder halt Fallen. Ich weiß nicht, ob es Briefbomben sind. Sieht halt so aus. Ne? Mit diesem Speed könnten wir hier durchheizen, aber... Wir können immer schneller werden. Uhu. Ich fühle mich so stark mit Naruto, der sich selbst wirft. Das ist so unglaublich. So, das passiert, wenn wir gegen einen Baum knallen. Und das passiert, wenn wir einen Turbo genommen haben und gegen einen Baum knallen. Jetzt habe ich es euch doch mal zeigen können. Ich bin ja sehr froh drüber. Das war natürlich Absicht. Ist ja logisch. Und geschafft. Yay, yeah, da springen sie wie die Karnickel. Ja, komm, ist gut. Was ist das? Oh, du böser Mann, geh doch weg. Oh Gott, sipst. Ja, wir haben es geschafft, wir sind beim Turm. Es ist nämlich ein Mensch. Ja. Ist es überhaupt ein Mensch? Nein, wir sind nicht beim Turm, uns hat irgend so ein Penner aufgehalten und den werden wir jetzt ordentlich verkloppen. Aber zuerst werden wir die Missionsinformationscharakter aufsuchen. Und sie sind in den blödsten Ecken der Welt versteckt. Ich weiß sogar noch, was es ist. Das sind Sasuke und Sakura, die trainieren wollen. Und ratet mal was. Ich wette, es ist Baumklettern. Weil irgendwie wenn die zusammen trainieren wollen mit mir, dann ist es immer Baumklettern. Und ich hasse Baumklettern. Ach stimmt, das war da. Ja, definitiv Baumklettern. Oder? Müsste. Ach, nur Sakura. Okay. Hm. Wie spricht Patrick nochmal? Tja, auffrischen ist wichtig. Was? Auffrischen ist wichtig. Sag mal, hackt's dir. Gleich mal gucken, was sie von mir will. Was will sie? Ja, ich hab's gesagt. 100 pro Baumklettern. Sakura arbeitet an ihrer Chakra-Kontrolle und braucht Trainingspartner. Interessierte können mit ihr trainieren. Ja, ich muss wieder mal hier. Für einen Hirschkäfer. Ach, und sie steht direkt vor mir. Cool. Sakura, ich trainiere mit dir. Oh, du bist es wie? Wenn ich schon Gesellschaft habe, ziehe ich Sasuke vor, Punkt, Punkt, Punkt. Wie? Hast du was gesagt? Nein, nichts. Gut, fangen wir an. Ja, ich bin zu allem bereit.
Was wir tun werden, ist an der Chakra-Kontrolle zu arbeiten. Das hast du doch schon mal gemacht, oder? Ey, zusammen haben wir das schon mal gemacht. Sag mal, merkt ihr mal was, Mädel? Oder Mann? Ja, das ist Baumklettertraining. Ich muss es nicht erklären, oder? Wir müssen nur immer wieder hoch und runter klettern. Hä? Verstanden, ich bin bereit loszulegen. Zurück zu den Grundlagen. Das Baumklettertraining. Punkt, Punkt, Punkt. Beginnt. Aber es wäre langweilig, nur auf Bäume zu klettern, also machen wir ein Rennen daraus. Sieger ist, wer als erster oben ist. Oh, ein Rennen zwischen dir und mir, das gefällt mir. Danach können wir noch mehr... Ich warne dich, ich werde mich nicht zurückhalten, auch wenn du mein Gegner bist. Natürlich, ich nehme auch keine Rücksicht auf dich, Pflaume. Da wir beide wissen, woran wir sind, können wir das Rennen beginnen. Das hat als freundliches Training begonnen, jetzt ist es ein Rennen. Ach, das war Naruto. In Ordnung. Oh Mann. Hey SpongeBob. Oh, jetzt habe ich die Ladezeit drin gelassen. Nein! Gott. Da habe ich auch schon mal nicht gelesen, aber erklärt und es ist egal. So, jetzt ist nämlich was Neues dazugekommen. Wir bekommen jetzt nicht nur dieses Baumsymbol, sondern auch Fallen für Gegner hinter uns und vor uns. Aber da Sakura hinter uns ist, kriegen wir nur die für die Gegner hinter uns, also die Briefbomben. Ja, und sie hat natürlich solche Fallen, weil wir vor ihr sind. Und das macht das Ganze nochmal schwerer, weil die Dinger... Ja, und das passiert, wenn man gegen einen Baum knallt. Das macht das Ganze nochmal schwerer, weil... Die Dinger einfach so auftauchen können. Die können durch Bäume durchrollen und man sieht sie erst ganz spät. Ja. Ziemlich bescheuert, ich weiß, aber... Ich hasse sie! Ich konnte nicht mal ausweichen! Ah, das. Guck mal, was für ein... Wisst ihr, genau deshalb sage ich, ich hasse dieses scheiß Baumklettertraining. Es ist einfach nur behindert. Ja, das war schon fast der erste Ausraster. Aber es wird noch schlimmer, ich verspreche es euch. Nein. Boah, alter Schwede. Geschafft. Du hast gewonnen. Und sie weint. Oh, ich bin tot. Ja, sie ist tot. Oh yeah. Ja, wiederholtes Baumklettertraining haben wir auch geschafft. Und wir haben einen Hirschkäfer. Haha, ich habe gewonnen. Uff, du warst ziemlich gut, Naruto. SpongeBob. Ich hätte nie erwartet, gegen dich zu verlieren. Ey, du hast schon mal gegen mich verloren. Sag mal, bist du bescheuert? Ist es möglich, das Chakra so... Ist es möglich, das Chakra so einzusetzen? Ich könnte noch etwas lernen. Punkt, Punkt, Punkt. Weißt du, es tut gut, mit dir zu trainieren. Wir inspirieren einander. Ja. Danke für heute. Ich habe viel gelernt. Ich auch. Wenn ich nächstes Mal trainiere, achte ich darauf, dass es nur Sasuke und ich sind. was, Sakura? Oh, nicht. Bis später, Naruto. SpongeBob. Redet mit sich selbst und fängt dann an zu lachen. Mädchen. Aber das ist ja immer noch die Frage. Ist es wirklich ein Mädchen? Sakura, es ist doch ein genauso guter Jungenname, oder? Es ist rätselhaft. Rätselhafte Ereignisse. Ein guter Film, Jim Carrey. Kann ich nur jedem empfehlen, der gute Kinderfilme mag. Und zwar interessante, spannende Horror-Kinderfilme. Und hier hat so viele Schriftrollen, die kann ich gerade alle sammeln. So viel Zeit muss sein. Und hier können wir noch nicht weiter. Bam, wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich das gemacht? Egal. Schriftrolle. Ich brauche Rollen jeden Tag. Ich brauche Rollen, so viel ich mag. Und da geht es noch weiter mit den Rollen. Also hier habe ich gerade eine sehr coole Kombination von Schriftrollen, die aneinandergereiht sind, gefunden. Und hier in der Nähe ist auch schon das geheime Geheimversteck der Geheimnisse. Nämlich hier.
Hasst sie. Er sagt auch immer dasselbe. Da, komm, Tür auf. Aufmachen, Drogenverhandlung. Oh, da sind sie. Danke für das weiße Pulver. Das ist jetzt ein Witz, oder? Danke für das weiße Pulver. Natürliches Salz. Mr. Salz ist weiß. Alter. Genial. So. Ich weiß gar nicht, wie lang der Part schon ist, aber ich denke mal 39. Wir brauchen insgesamt 60. Soll ich mal so eine Mission hier wagen? Ich glaube, das sind diese Download-Missionen. Also ich habe ja da so Packs runtergeladen. So Missionen-Pakete. Mit den Charakteren und Figuren. Und ich glaube, die Missionen hier... Weil die sind eigentlich noch nicht freigeschaltet. Oder wären noch nicht. Naja. Nein, ich wollte doch hier... Ich wollte doch hier in die Konoha-Schriftrolle und die Shunin-Auswahlprüfung anfangen. Narutos Team kam im Wald gut voran, ja, ihr wisst noch, zum Turm wollten sie. Doch dann passierte etwas Unvorhergesehenes. Sie wurden von einem geheimnisvollen Ninja namens Orochimaru angegriffen. Sasuke war völlig überfordert und zitterte nur noch. Naruto hingegen trat Orochimaru mutig entgegen. Ja, Sasuke ist nämlich völlig überbewertet, der zittert doch nur die ganze Zeit. Alle denken, der ist cool, aber der zittert und deswegen sagt er auch nichts. Voll die Flasche. So. Ist meine Meinung. Endlich hat die Shunin-Prüfung begonnen. Im Todeswald haben wir eine kurze Rast gemacht, jetzt sind wir wieder unterwegs. Tja, zumindest wollen wir das, aber dieser Typ, Sasuke, war ja gar nicht der. Ein wirklich unheimlicher Bursche taucht. Ein unheimlicher Bursche taucht plötzlich auf. Mann! Oh, der Mann, der kann. Wir können doch nicht an einem Ort wie diesem verlieren. Ja, der Todeswald, was wäre ein besserer Ort? Er ist fertig. Ich danke dir, Naruto, für diese tollen Worte. Ja, ich muss wieder nur gewinnen und nicht im Erwachenmodus sein. Was der Erwachenmodus ist, kommt noch früh genug. Keine Sorge, ihr werdet es schon noch sehen. Und ich werde dich jetzt plätten, Orochimaru. Er heißt ja... Ah, stimmt. Orochimaru, genau. Ihr seht ja, er heißt Orochimaru. Ich habe euch also nichts gespoilert oder ähnliches. Es hat schon seine Richtigkeit, dass ich das gesagt habe. Hahaha. Bam! Sasuke hilft auch mit, obwohl er doch nur noch zittert. Seltsam. Er will wieder gut dastehen vor Sakura. Ja. Also da sind die ein bisschen zu langsam, die AI-Gegner, wenn es um diese Klickspiele geht. Aber ich hab da halt auch Training, weil ich bin ein alter Veteran von PS2-Spielen und da gibt's auch solche Spielchen. Vor allem in dem Spiel Tech und die macht es Juju. Sehr gutes PS2-Spiel. Jeder, der eine PS2 hat, sollte dieses Spiel auch besitzen. Einer der besten Plattformer der Welt. Und dort gibt's auch als ein Boss so ein Klickspiel. Ist ziemlich lustig. Bam! Da ist alles noch explodiert, aber das ist die Kraft von Team 7. Ja, alle haben mitgekämpft. Ha! Alle haben ihn einmal voll weggetreten. Gewinne den Kampf. Ja. Gut. Geschafft. Okay. Eine dunkle Geschichte beginnt. Denn hier beginnt das Schicksal von den Hauptpersonen. Ja, ich sag nur Narutos Schicksal auch ein bisschen. Und es streckt sich weit über Naruto hinaus, also auch in Naruto Shippuden hinein, aber gut. Ein Zutatenbeutel auch noch, gut. Ich sag die ganze Zeit gut, es ist nicht gut. Da ist noch einer, der will was haben. Hey, zu schade, mir fehlen die Materialien für Ninja-Werkzeuge. Alles, was ich brauche, sind noch 3 blaue Blumen. Ich wüsste zu gern, ob irgendjemand welche hat. Blaue Blumen, genau das, was ich gesucht habe. Alter Mann, du bist ja voll der Gangster. Könnte ich die vielleicht bekommen? Bitte. Ja. Wirklich? Hey, vielen Dank, Alter. Ach ja, ich kann sie nicht einfach ohne Gegenleistung nehmen. Hier. Danke. Sie sind wirklich wertvoll für mich. Ich werde daraus eine Bombe basteln. Also passt gut darauf auf. Yabdatubayo. Oh Gott. Rota Misu. Ah, ich... Suppe kochen. Nein. Keine Suppe. Kurenai. Kurenai und Hinata. Die finde ich übrigens sehr, sehr geil. Sehr, sehr schön.
Boah, ist das nicht... egal. So, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen, weil wenn ihr nicht zugeschaut hättet, dann würdet ihr das ja auch gar nicht hören und dann entsteht ein Paralleluniversum und ihr werdet alle sterben. Und deshalb würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.